So, und jetzt sehen wir uns wieder in einem neuen Video nach langer Zeit. Und zwar, heute packen wir mal einen kleinen Roboter aus, und zwar etwas ganz Neues. Wir sind gerade in einer Ferienhauseinrichtung sozusagen und dort wollte ich mal neue Technik ausprobieren, die ich so noch nie hatte. Hier im Bild seht ihr mich kurz oben rechts in meiner Kamera und hier habt ihr den Roboter gleichzeitig. Das heißt, ja, damit fangen wir direkt mal an. Das hier ist auf jeden Fall der Sichler Haushaltsgerät Robot 368 Fensterputzroboter. Ganz, ganz komischer Name, aber wir sind ja komische Namen mittlerweile gewohnt in der Technikbranche. Auf der Seite erstmal nichts Wichtiges. Ja, so ein bisschen anleitungsmäßig, was der alles so kann. Hier oben eine kleine Tragelasche, ganz schön. Die Verpackung fühlt sich auf jeden Fall schon mal recht hochwertig an, muss man sagen. Ich habe hier schon das Messer zur Hand genommen, weil ich hier irgendwo die Öffnung schon gesehen habe. Hier war sie. Und da können wir hingehen und machen das mit dem guten Victorinox-Messer aus der Schweiz kurz auf. So. Na, wird das sich wohl öffnen? Irgendwie so sollte sich das öffnen, oder? Ja, zack. So, okay, so öffnet sich das. Lass mal Messer zumachen, zack. Schön sicher. Und die Box öffnen. Da kommt uns auch schon recht viel entgegen, muss man sagen. Ich habe jetzt heute leider nicht die beste Kameraperspektive, weil mir leider ein Stativ fehlt. Und ja, ansonsten sieht man hier, macht man das so mit einem Seil fest irgendwo, damit das nicht irgendwo herunterfällt. Das schauen wir uns aber erstmal nachher an. Wir unboxen den erstmal. So, jetzt haben wir erstmal die Bedienungsanleitung hier. Ja, nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Schwarz-Weiß gehalten. Hätte man vielleicht ein bisschen farblich abstimmen können. Der Roboter kostet ja auch 150 Euro. So. Dann gehen wir weiter in der Box. Gehen wir zum Beilegezeug. Eine Fernbedienung haben wir. Mit Batterien. Das ist hoch anpreisbar gefühlt. Das sind 1,5 Volt Batterien, richtig? AAA Batterien. Ganz großes A. ja, da haben wir das Stromkabel. Hätte man auch irgendeinen anderen Standard benutzen können. Halte ich mal hier in die Kamera. Komischer Standard für Kabel. Finde ich ein bisschen altmodisch, ehrlich gesagt. Aber das Kabel an sich macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Das hier sind die kleinen Wischmöpse. Ich zähle da so 6 an der Zahl, glaube ich, sind das. 6 Stück. Sehen recht flauschig aus. Packen wir mal nicht aus. Nehmen wir beiseite. Hier ein weiteres Kabel. Uiuiui. Wird das so ein Kabelsalat? Und noch ein Netzteil. Uiuiui. Das kann ja lustig werden. Also, leicht aufzubauen wird es wohl nicht, sehe ich jetzt schon. Dann das Hauptstück, das Herzstück sozusagen. Der Roboter mit den zwei Wischern. Die Box kommt mal weg. Steht hier nur auf dem Schreibtisch im Weg. Und das hier steht auch irgendwie im Weg. Plup, plup, plup. Und das hier ist der Roboter selbst mit dem kleinen, ja, Abseilungsseil. Der macht gleich Bergsteiger an der Fensterscheibe. So, dann holen wir den mal raus und schauen uns den mal ein bisschen an. Was soll er denn alles können? Hier hat er auf jeden Fall das Seil, wie man sieht. Und ja, hier steht nochmal der ganze Name drauf. AI Technology. Mhm. Marketingabteilung lässt sich aber auch zugutekommen. Geht da irgendwas schon? Der ist jetzt nicht aufgeladen, oder? Nee. Gut, der ist auf jeden Fall nicht aufgeladen. Das ist vielleicht ein bisschen schade. Weil dann hätte man sehen können, ob der schon mal vielleicht getestet wurde. In der Firma, ob der funktioniert und alles drum und dran. Die Wischmops kann man auf jeden Fall durch leichtes Ziehen daran abnehmen und wieder draufdrücken, befestigen. Aber ansonsten macht er recht plastigen Eindruck. Also sehr, sehr viel Plastik hier. Ein Plastikbomber ist er auf jeden Fall. Aber er hat auch wirklich Gewicht. Und das muss man ihm zugute lassen kommen. Der sieht auf jeden Fall jetzt echt nicht schlecht aus, sagen wir mal so. Der fällt jetzt in modernen Wohnungen nicht
unfassbar schlecht auf. So, dann mache ich mal die ganze Plastikfolie ab und teste ihn im Alltag. Und bis dahin schnipse ich einmal und dann sind wir wieder da. So, jetzt ist tatsächlich ein halbes Jahr vergangen, schon fast. Und ja, mein Fazit fällt leider ein bisschen negativer auf, als ich gedacht hätte am Anfang. Aber ja, er hinterlässt tatsächlich auf den Scheiben Schlieren. Das haben wir auch nicht besonders gut weggekriegt. Und im Insgesamten war er jetzt nicht tatsächlich so praktisch. Er ist erstens sehr kompliziert anzumontieren. Und ich blende auch nochmal gleich ein Video kurz ein, wie laut er ist am Schluss. Also unbedingt nochmal bis zum Schluss dranbleiben, weil es gibt noch ein paar interessante Sachen dazu. Erstens, er hat keinen Akku. Das heißt, er muss auf Dauer am Netzteil sein. Und das ist ein bisschen unpraktischer, wenn man das frei platzieren möchte an der Fensterfront, weit entfernt von jeglichen Steckdosen. Und das kann schon zum Hindernis werden. Auch wenn man zum Beispiel draußen Fenster säubern möchte, auf einer Terrasse oder so etwas, wird das schon manchmal zum Hindernis, obwohl das Kabel sehr, sehr lang ist. Auf jeden Fall, das ist so locker 7 Meter lang oder so, aber kann trotzdem zum Hindernis werden, sagen wir mal so. Ansonsten gibt es tatsächlich nur noch den Fakt, dass das Ding unglaublich laut ist, weil das saugt sich wirklich fest an die Fensterscheibe. Da kriegt man es auch wirklich nur mit wirklich starker Kraft wieder abgezogen. Aber empfehlbar ist der für 150 Euro nicht. Da holt ihr euch lieber irgendwie professionelles Scheibenwischzeug. Zum Beispiel irgendwie so ein Handstaubsauger mäßig für Scheiben oder irgendwie so eine Sprühdose. Das ist auf jeden Fall eine deutlich sinnvollere Investition als so einen automatischen Scheibenwischroboter, wo ihr dann am Ende nicht mal ein gutes Ergebnis habt. Ja, ansonsten kann man wirklich nicht viel dazu sagen. Ich empfehle ihn euch auf jeden Fall nicht weiter. Und das soll es eigentlich auch schon vom Video gewesen sein. Jetzt blende ich euch nochmal kurz zum Schluss ein, wie der sich anhört, wie er aussieht, während er das macht. Und dann seht ihr ja mal selbst, wie das ist. Und glaubt mir, das Ding ist wirklich sehr laut. So circa 80 Dezibel hat er locker. Das ist schon fast schädlich fürs Gehör. Na gut, dann lassen wir es mal auch sein. Und dann bedanke ich mich bei den Zuschauern, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!